Ah, du hast Traffi also über den eBay Kleinanzeigen gefunden. Das habe ich. Traffi kann man kaufen bei eBay Kleinanzeigen. Es steht doch immer noch drin, falls du ihn kaufen möchtest. Wie startet man jetzt? Ich drücke auf Spiel starten. Ach. Und Geschichte. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker ja. wurde. Das bist du. Angst ja. ging um im Königreich. Ich wäre gern so dünn. Es war schon bald herrenlos. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Die Zeit war gekommen. Chaos anwesend, in mehrfacher Form. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft. Wieso sind wir nur zu zweit? Ich muss noch Start drücken. Drücken Sie Start. Geil, wir sind. So wie sind wir bewählen aus, welchen Charakter wir werden. Geronimo! In Rot. Erfahrung aufgenommen. Meine. Kann ich euch anschießen? Nein. Ah, da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich scheitere an der Steuerung. Hä? Was denn? Möchte aber die. Ja, genau, das möchte ich. Meins. Sehr gut. Oh. Ups. Oh. Ich dachte, ich war das. Ups. Ich bin ja immer da unten, ne? Haha. Ha. Ja, das war ja klar, das war das Miami. Oh. Ich bin eingesperrt. Kann ich mich auch abseilen? Nur ganz einen abseilen. Sehr gut, aber wie kommen wir an den daran? Ich möchte diese Erfahrungsknoten haben. Doch, da kommen wir bestimmt dran. Können wir es aufeinander stellen? Geht das? Warte mal. Weiß ich nicht. Räuberleiter? Nein, schade. Hm. Meinst du, dass man... Nee. Ah. Na? Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Die eine Diebin. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Das ist ja nett. Geld! Meins. Ich habe ihn. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Sagen wir einfach, dass es mir gehört, ja? Meins. Ja, Spiel vorbei, geschafft. Von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Ich bin grün, ich hasse grün. Gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Oh mein Gott! Muss entkommen. Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen. Geht nicht, kann immer nur einer gleichzeitig da sein. Nee. Natürlich von jedem einen. Achso. Aber kann man die nicht auch irgendwie nehmen? Hatte einen großen Ruf von den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht. Warte mal, ich möchte das Teleskop, was ein der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern soll. Was? Frauen beeindrucken? Sorry, ich war gerade abgelenkt. Einen zweiwöchigen Schlaf.
Es fehlt doch einer. Ja, sorry, ich war gerade abgelenkt. Ach so. Hui! Dungeon geschafft, Glückwunsch! Ich sehe, wir werden viel Spaß haben. Und wir werden richtig Spaß haben, uns gegenseitig zu ärgern. Ach, wir sind nicht gesprungen. Jetzt raff ich einen Sperren. Geh schon mal weiter. Zeichne ein Quadrat und lasse los. Nein! Lass du mal. Nein, 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 lass meinen. Lass ihn los, lass ihn runter. Wir müssen da drauf. Was war das denn? Ey, wer bin ich? Irgendjemand hat Ingame-Voice. Traffi. Ich hab das eigentlich ausgemacht. Nee, Traffi, das ist Ingame-Voice. Oh, warte mal. Da kann man rüber. Warte. Oh, komm mal hin. Warte. Und zwar kann ich das nicht bewegen, warte. Aber bei mir steht überall aus. Verdammt, das da oben. Das muss man ja mal aus dem Weg räumen. Oh, warte. Ach, das ist. Warte mal, lass mal los. Oh Gott. Da kannst du drauf. Und jetzt kannst du auf das andere. Guck mal, Teamwork. Alter, warum ist noch einer? Oh, verdammt. Traffi springt einfach gar nicht. Weil ich hab keinen Sprachchat an. Doch? Ja, hab. Oh ja, I see. Alter, ich sehe nichts. Warte, lass los. Ich mach schon. Jetzt. Hab ihn! Erfahrung aufgehoben. Fallschaden? Nein. Sprachmitteilung senden aus. Sprachmitteilung. Ja, ist doch gut. Mach einfach weiter. Ich müsste dir das auch mal alles ausmachen. Dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützt. Ey! Wir hätten gegenseitig Schweben anstellen sollen. Ja, das wäre, glaube ich, richtig lustig gewesen. Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Ja. Wir begrüßen Herausforderung. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs. Warte mal, das ist doch ein Secret hier unten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Ist es wichtig zu verstehen, was Untote sind? Kann man nicht einfach zuschlagen? Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Nee, unten lang. Das ist eine Münze. Das ist eine Münze. Ja. Oh, Feuer. Können wir uns ja schon mal überlegen, wer was spielt, oder? Ja. Sah ein schwaches Licht von wer will was spielen? Kommen. Könnte da etwa der Gamestone ist etwas zu leise. Ziemlich bei der Usche. Wir müssen uns beeilen. Du, ja, das war klar. Kann man nicht laufen und gleichzeitig springen? Okay, warum Stop Venox? Oh, gibt's Untertitel? Warte mal, Untertitel? Gibt es Untertitel? Untertitel? Ein. Einmal mit Profis. Über, warte mal, oh, warte, wir müssen zurück. Über der Kanone ist irgendwas. Dann können wir noch weiter überlegen, was war. Stimmt! Oh, warte, wir müssen garantiert nach da oben. Nicht schräg halten, die. Genau.
Oh, aua. Sehr guter Hinweis, Venus. Gut gesehen. Mami, wem siehst du dich? Beim Magier oder beim Krieger? Oh, ich mag den Krieger ganz gern. Okay, nehme ich den Magier. Ich bin der intelligent ist. Haben wir doch aufgeteilt. Ich bin intelligent, Raffi ist hübsch, Maimi ist da. Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden ein. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären, aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Okay. Er hat bestimmt Hunger. So, warte, müssen wir überlegen, wer was. Warte, wie wechsle ich die Figur? Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der Trine. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Okay, ich bin der Magier. Aber sie. Die Diebin schwieg. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich. Was tust du, Travi? Was macht ihr denn da? Ich versuch rüberzukommen. Ich dachte, du hältst das beim Fest. Nee, warte. Gib mir einen Moment. So, jetzt könnte er das machen. Jetzt könnte er dahin. Ah. Oh. Nein. Der springt manchmal nicht. Ja, der springt manchmal nicht. Der springt doch, wenn du nach oben drückst. Nein. Ha. Wollen wir ihn einfach zurücklassen? Ich brauche Hilfe. Ja, das stimmt, das brauchst du. Yay! Schmutz. Ah, Attacke. Der? Wo springt denn der da hoch? Fehlt einer. Was fehlt denn? Ich bin Support. Wo bist du? Ich bin Support. Da oben. Das ist Trapez. Okay, das ist lustig. Flieg und Sieg! Ach, das ist weg. Ja. Sehr gut, komm, lass uns mal in die andere Richtung gucken. Ist hier noch was? Wo ich den Stein der Weisen ausgegraben habe? Nee. Was ist das hier für eine Kiste der Freude? Kann jemand kaputt machen? Kann jemand draufschlagen? Nee, passiert nichts. Ah, ich würde sagen, wir nehmen sie mal mit. Travi, kannst du da. Warte mal. Warte. Nee, kann ich mich nicht dran festhalten. An dem hier? An dem nicht, nein. Sicher? Jaha. Jaha. Oh Gott, oh Gott, mit dem möchte ich nicht spielen. Ah, Hilfe. Ja, ich schaff das schon. Sehr gut, Mami. Mit dem Schwert en garde? Tot. Wer ist tot? Nee, doch nicht. Warte, ich helf dir. Okay.
Sachen gemacht. Raffi? Ja? Ach, wieso kann sie dich auch daran nicht festhalten? Weiß ich nicht. Manchmal kann ich das. Was macht mal Emi da jetzt? Ich lauf schon mal vor! Nur reingeraten. Wir müssen nur nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um die Magie zu widerrufen. Da oben ist ein Geschenk. Das Grab des Hüters in den Katakomben. Es ist nicht weit entfernt. Weißt du, mit wem du das hier zu tun hast? Räum mal die Kiste hier weg. Ist da was? Ja, da, Kiste. Aber da oben ist was. Ja, aber kannst du das da oben vielleicht ranholen? Nee, ich kann es nicht. Ich kann nur. Da muss Traffi sich hochschwingen. Wie ein Meistermagier. Achso. Oh. Das geht nicht. Warte mal, vielleicht auf meiner Kiste. Warte mal. Nein, es geht auch nicht auf meiner Kiste. Traffi ist zu schwer. Okay, vielleicht heb's mal ganz hoch. Kann ich mich. Nee, warum kann ich mich da manchmal nicht ranhängen? Aber kannst du das da oben nicht auch festhalten? Ich kann das festhalten, ja, und dann? Und dann nach unten ziehen? Nee. Zieh! Kann ich nicht, aber was ich machen kann, ich kann Physik nutzen, warte mal. Ja, dann mach Physik und dann lass es runterfallen. Da. Meins. Bitteschön. Wie kommen wir jetzt rüber? Also sucht euch was. Das ist auch noch nicht so wirklich. Oh, hier. Alter, du Kackbratze! Jetzt schon Spaß. Ja. Oh Gott, da unten möchte ich nicht rein. Soll nicht runterfallen. Wie kommen wir da oben hin? Oh, Traffi. Das war ganz schön knapp. Da warst du einfach mal durch. Was für eine Anmut! Echt, ey. Oh, geil. Das war schon schön. Oh. Oh Gott, ihr macht das. Kann ich gar nichts machen zum Thema Kampf? Nein. Uns behindern. Das kann ich gut. Es geht weiter. Oh. Ich hab dich. Alter, Respekt. Kann ich Gegner anheben? Das ist eine gute Idee. Das kann ich mal probieren, ob ich Gegner anheben kann. Warte. Aua. Oh Gott. Ja. Ah! Wieso geht die kaputt? Wer geht kaputt? So. Ah, die Treppe. Da wo Traffi gerade dranhängt. Ich kann Gegner nicht anheben. Oh, schon wieder. Was hat denn mit diesen Kisten auf sich? Ach, ist die Kiste jetzt weg. Ich habe das Anheben ja von uns, aber nicht von den Gegnern. Ich will ja die Gegner anheben und nicht Nein, uns. Ich muss da hoch. Nee, Traffi. Nee. Mach mal, Emi, du schaffst das. Ja, mach Emi, du schaffst das. Ich halte Traffi auf. Jetzt? Wohin? Warte, ich bin da. Das war. Ich hab alles ausgeschaltet. Kann ich das. Warte mal, kann ich das. Das kann ich nicht mehr sprachnachträglich ändern, ne? Nein! Na gut. Ich bin wie Tarzan, Mann. Auch in echt. Du bist selektiert. Ach so, verdammt. Jetzt habe ich das
alles ausgeschaltet. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Ach so, hier sind Türen. Okay, warte mal. Wieso, jetzt bewegst du mich? Wieso nicht? Ja, ach, ich bin dumm. Ja. Physik ist nicht so meins, sorry. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.